Ich lag im Kinderbett und mit den Füßen hatte ich so ein komisches Ding berührt, eine Art Piano. Und dann habe ich dagegen getreten, dann kam Musik raus. Ich hatte eine Klavierlehrerin und die war dann immer so skeptisch und war immer so niederschlägig mit ihren Kommentaren und dass ich niemals auf einer Hochschule schaffen könnte. Und sowas hasse ich halt, dass einfach den Menschen keine Möglichkeit gegeben wird, ihr Können zu beweisen. Aber je mehr ich das Klavier irgendwie gespielt habe, wurde mir das dann mehr oder weniger klar, dass ich außer Musik jetzt nichts groß machen kann. Und dann bin ich zur Aufnahmeprüfung erschienen und habe mit voller Punktzahl die bestanden. Und ich habe eine entscheidende Kritik gehört. Deine Solis, die sind bewegend. Du schilderst in den Solis, was du gerade fühlst, wie es dir gerade erging, was du ausdrücken möchtest. Das merkt man sofort, wenn man im Publikum sitzt. Das hat mir jemand gesagt und das hat mich berührt. Der ganze Musikmarkt sollte einfach offener sein und sollte sich auf Menschen mit Handicap einstellen, die professionell sind, um den Leuten die gleiche Bedingungen zu ermöglichen, die auch sehende Menschen haben. Musik ist für mich die einzige Sprache, in der ich mich ausdrücken kann und die man einfach verstehen kann. Wenn der Tag jetzt zum Beispiel mies ist, dann improvisiere ich halt viel, sodass ich irgendwie glücklicher werde. Das Klavier ist halt für mich meine zweite Persönlichkeit, weil ich kann nicht ohne das Klavier theoretisch und praktisch auch nicht.